Der Hashtag Delete Facebook, löscht Facebook, gibt es seit einer Weile. Und trotzdem gibt es noch viele Communities, die auf die Plattform angewiesen sind, um sich zu vernetzen. Und das ist auch, stimmt auch für alternative Communities. Die nächsten Speaker, er und Rosa Rafe, werden darüber sprechen, wie sie Kunst gegen Facebook verwenden, um auf einen Facebook-Exodus hinzuwirken. Er ist ein Künstler aus Berlin. Er ist Teil von The Dead Cow und Aktivismus und Rosa Rafe sind Teil des Berlin Club Culture Netzwerks. Und heißt bitte auf der Bühne willkommen, er und Rosa Rafe. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das Thema des Talks ist Künstler als Gegenstand gegen die Facebook-Monopole. Ich werde über die Konzepte zwischen Facebook und Kunst sprechen. Das geht als Hommage an die Strategien gegen Social Media. Vor 10 Jahren haben wir die Einwohnerinnen von digital industrialisierten Ländern sind wir verstärkt davon abhängig, dass wir mobile Computer verwenden, Smartphones verwenden. Dafür sind maßgeblich soziale Medien verantwortlich, die idealen Plattformen dazu sind, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Rest ist Geschichte. Wir haben das Alter des Überwachungskapitalismus erreicht. Die großen Plattformen sammeln unsere Daten und die nutzen das, um Werbung für uns zu schalten. Es gibt keine Welt mehr ohne Google, Amazon und Facebook. Das erscheint nicht mehr möglich. Der soziale Wandel, der durch diese Services geprägt wird, ist offensichtlich. Die ganze Generation ist durch diese Plattformen geprägt. Ich stimme Sascha Lobo komplett zu, dass das Aufstreben von rechten Bewegungen dadurch verstärkt wird, dass es die Social-Media-Algorithmen gibt, die die Propaganda multiplizieren. Für die neuen Faschisten, das ermöglichen diese sozialen Medienfeeds, Propaganda und Panik zu replizieren. Das Interface von Facebook ist ein Werkzeug, um Selbstkontrolle und Wettbewerb auszuschalten und das wirkt Identitäten und Kollaboration und Peer-to-Peer-Teilen entgegen. Der Überwachungskapitalismus von Facebook ist ein Überwachungsmechanismus für unser Verhalten. Also bitte, wenn ihr einen Facebook-Account habt, verhaltet euch falsch. Löscht eure Facebook-Accounts. Verwendet Kunst, um euch dagegen zu wehren, wie das Facebook-Graffiti, was ich zeigen werde. In diesem Talk Art gegen Facebook lade ich euch dazu ein, die aktuellen Konflikte um Facebook anzuschauen. Ich werde verschiedene künstlerische Gegenbewegungen gegen Facebook und Social Media Monopole aufzeigen. Was ist der aktuelle Konflikt im Bezug auf Kunst und Facebook? In diesem Bereich ist Facebook sehr einflussreich, insbesondere wegen dem Einfluss, wegen dem Eventkalender, um auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen und auf der anderen Seite wegen Instagram, was Facebook gehört. Und wenn, das heißt zum Beispiel, wenn Kunst nicht online ist, auf Instagram ist, dann wäre es so, als ob diese Kunst gar nicht existiert in der Kunstwelt teilweise.
Genau das Gleiche gilt für Veranstaltungen. Wenn die Veranstaltungen nicht auf Facebook sind, dann gibt es dafür keine Aufmerksamkeit. Und das heißt, wenn es keine Lizenzen zum Beispiel dafür gibt und die im Untergrund organisiert werden und auch nicht auf Facebook sind, dann wird niemand darauf aufmerksam, dass die überhaupt stattfinden. But are directly wired to its cybernetic loops. It's a stage of cultural industry that seemed unimaginable. Die Kulturindustrie hat eine einzige Bühne, die was vorher nicht vorstellbar war. On our private life and on politics and culture. And my humble contribution today will be to document some forms of artful. Was wir heute dokumentieren wollen, ist künstlerische Interventionen gegen diese Facebook-Monopolen. Wir werden in drei Teilen diesen Talk aufbauen. Im ersten Beispiel geht es um Graffiti in den Ruinen von Facebook. Es geht darum, wie das Facebook-Interface durch Unicode-Text verändert wird. Das ist risikoreich, wahrscheinlich bald illegal und viel Spaß. Der zweite Teil ist eine Intermission. Hier gibt es viele Zitate, das sind tatsächlich nur Zitate über Lamentationen und Hass gegen Facebook, und wir werden uns diese Zitate anschauen. Und das dritte Beispiel, was wir haben, ist Club Culture gegen Facebook. Wie können wir den Exodus von der Clubkultur aus Facebook organisieren? Hier haben wir einen Gastauftritt. Der Name der Person ist Rosa Rave, und das ist eine radikale Raverin aus der Zukunft, und die werden uns die Probleme der Zukunft aufzeigen. Aufregend. Also das erste Beispiel, das ist das Graffiti von Facebook, und Facebook sieht so aus, als ob es in Ruinen ist. Nach mehreren Datenskandalen wurde die Aufmerksamkeit der über Filterbubbles und psychologische Manipulation klar, und die Attraktivität hat dadurch abgenommen, und es geht nur noch um den Feed von Facebook, und es braucht gar nicht mehr so viel User-Interaktionen dafür oder Uploads von den Usern selbst, sondern das ist hauptsächlich noch eine Werbungsmaschine, und es reicht, dass die User den Feed dafür scrollen. Die Normalität dieses Produkts wird reproduziert und ist sehr problematisch. Und das geht darum, wie können wir dann wieder die Individuen dadurch erreichen und wie können wir diese Werbungsmaschine dadurch durchbrechen. Ich habe großes Interesse an Graffiti und die Intervention durch urbane Kunst. Also deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich solche Beispiele in den Feeds gefunden habe. Es gab sowas wie einen Riss in meinem Feed, ging von oben nach unten. Das ging durch Bilder, Text, Video. Und nachdem ich durch den Source Code gescrollt habe, habe ich ein paar kryptische Zeilen gefunden, und ich habe die Creator gefunden und habe Gruppen gefunden, die effektive Kombinationen an Buchstaben gefunden haben, die diese Störungen produziert haben. Ich habe allen von ihnen gefolgt, und dadurch habe ich monatelang all diese Störungen auf Facebook gehabt. Das war der erste Schritt. Also lasst uns kurz eine Pause machen und anschauen, was sehen wir hier eigentlich. Facebook sagt, dass es eine globale Plattform ist. Und es gibt über 1 Million unterschiedliche Zeichen und Sonderzeichen in Unicode. Und dann gibt es besondere Regeln, und die gehen in den Buchstaben davor. Und dann kann man die übereinander drucken, und einige neugierige Künstler haben gefunden, dass man mehr als 2 Zeichen übereinander packen kann. Technisch kann man eigentlich noch mehr machen, aber dann hat man ein Security-Limit von Facebook.
Das ist ein Beispiel, aber es gibt noch viele mehr. Also hier ist Graffiti für Menschen. Das heißt, es ist nur für Menschen. Die sehen aus wie lateinische Buchstaben, aber haben eine andere Bedeutung. Shapecatcher ist ein Online-Tool, mit dem man ein Zeichen malen kann. Das heißt also, die kybernetische Maschine von Facebook wird unterbrochen und man verbindet sich nicht mit dem Server, sondern mit dem User. Hier ist ein Beispiel. Hier ist ASCII Art, die Linie überschreitet. Das erinnert an die frühen Tage des Internets. Und das kann man auch benutzen, um hier im Social Media Interface eine Brücke zu bauen. Wir haben Textbomben. Das sind dichte Formen. In der Mitte von Text, von viel Text, ist etwas reingesprüht und Antennen greifen nach außen. Oder man kann außerhalb der Schachtel schreiben. Hier sind die Antennen an den Buchstaben dran und das reicht bis in den nächsten Post rein. Hier ist Style Writing, das ist für die Graffiti-Nerds. Man kann Style Graffiti, das ist eine Kunstform. Es gibt 1 Million Zeichen und da kann man Graffiti online tippen. Shapecatcher hilft, das, was man sucht. Und während städtisches Graffiti nur auf Zügen rumfährt, kann man das hier um die ganze Welt schicken. Aber für das Tracking und für die Analyse von Facebook lässt sich das nicht interpretieren. Und das sind, hier seht ihr, hybride Buchstaben. Hier sieht man, wie Buchstaben auf den Kopf gestellt werden. Muster. Einer der Pioniere von dieser Kunst ist Glitcher. Der Rhythmus seiner Eingriffe hat den Feed unterbrochen, und zwar in mächtiger Form. Wir können das als Notation benutzen und dem Zuhören. Der hier versucht zu weben damit und generiert Interferenzen. Das nutzt er für digitales Adbusting und versucht außerhalb des Posts andere Dinge zu stören. Das hier sind Destroy Lines, die zerstören Dinge. Es gibt eine Form in, also eine Art von Graffiti, das ist die Destroy Line. Und im städtischen Graffiti, da malt man eine lange Schlangenlinie und damit macht man alles kaputt. Also während anderes Graffiti einfach entlang gegangen ist, ist das hier einfach waagrecht. Und ich habe das Gefühl, dass das den Benutzer aus diesem Feed rausholt und ihn über die Grenze hinausbringt. Also in Zusammenfassung dieses ersten Teils: Ich möchte digital die Buchstaben verzerren und da gibt es Millionen von Zeichen und Möglichkeiten und das wird von Facebook und den internationalen Konsumenten verwendet. Man kann die Fragmente aus diesem Unicode-Spektrum verwenden und kann die in verschiedene Richtungen laufen lassen und miteinander verweben. Und das ist ein Wiederaufleben von ASCII Art. Man kann damit digitales Graffiti in die Feeds reinbringen. Eine besondere Herausforderung ist, das Layout von Facebook zu überschreiben und aus den Boxen rauszugehen, die Facebook vorzugeben will. Diese Kunstform nimmt das Medium Facebook an seine künstlerischen Limits.
Das ist der, die Kollision von dem Interface mit wilden Kunstformen. Es ist subversiv, weil es die Regeln bricht und damit trägt es das Potenzial von Kunst direkt in die Domäne von diesen Social Medien. Für diese Konferenz haben wir das Ding. Wir haben uns überlegt, wie können wir das in eine offene Graffiti-Technologie bringen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir Chaos in den Feeds schaffen. Und wir wollten den Menschen ein Tool geben, damit sie Faschisten online ärgern können. Wir nennen es NetGraffiti. Und wir hatten freundliche Hacker auf dieser Konferenz und die haben uns einen Editor geschrieben, der die Symbole kombinieren kann. Wir nennen ihn Lettercoder. Und wir bitten darum, dass ihr den Hashtag NetGraffiti verwendet, um eure Kreationen zu kennzeichnen, damit andere es finden können. So, jetzt kommt eine kleine Pause. Warum dieser Hass, warum der Vandalismus, was wollen die Extremisten? Es gibt Texte gegen die aktuelle Welt der sozialen Medien und einige sind sehr ansprechend. Und hier sind einige Beispiele. Eine Netzkritik von Pete Schult. Da sind verschiedene Teilnehmer, die auch in den kommenden Wahlen auftauchen werden. Wir, die Benutzer, sind alle Verdächtige, deren Geheimnisse bekannt sein müssen. Das Problem von Privatsphäre wird häufig diskutiert. Aber es kommt erst in die öffentliche Diskussion, nachdem es schon verletzt ist. Normalerweise ist das verbunden mit der Immoralität totalitärer Systeme verbunden. In der Zeit von Big Data gibt es Verschwörungen, aber das eigentliche Problem ist viel schlimmer. Das betrifft uns nämlich persönlich und nicht als anonyme Masse. Wenn wir etwas tun, um dem Ganzen zu entkommen, dann werden wir besonders eingefangen. Es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen, wenn man erstmal in den Data Suppliern drin ist. Daten haben das letzte Wort. Das ist die Ära von datengetriebener Gesellschaft, wo die Rolle von Menschen wir geben unsere Wünsche und Hoffnungen auf und wir kennen uns nicht mehr selbst. Das heißt also, wir gehen in das quantifizierte Selbst rein. Wir sollen transparent sein und für den künftigen Markt. Während die kybernetischen Regierungen schon wir glauben, dass unsere persönlichen Daten uns gehören und dass es uns nur möglich ist, unsere persönlichen Freiheiten auszunutzen, wenn wir uns gegen die großen Konzerne wie Google und Facebook wehren. Es geht nicht um die individualisierte Überwachung der einzelnen Personen, sondern um die gesamte Überwachung der aller Personen. Es geht nicht so sehr darum, individuelle Dateien zu erstellen, sondern es geht darum, große Datenbanken zu erstellen, die Sinn ergeben. Es geht darum, die geteilten Charakteristiken von Individuen zusammenzufassen, damit
Es geht nicht darum, die Individuen herauszuarbeiten, sondern es geht nur um ihre Fluchtlinien herauszuarbeiten. Aber es ist trotzdem möglich, die Individuen zu Profilen und Veranstaltungen und Events zuordnen. Und das ist alles nur dazu da, dass Individuen nicht beweisen können, dass sie persönlich getrackt werden. Es geht darum, was bereits da ist. Ich teile meine Geolokation, meine Stimmung. Ich kann teile, was ich gesehen habe, was gut war. Ich bin laufen gegangen, also habe ich natürlich sofort geteilt, wie die Route, die ich gelaufen bin und wie schnell ich gelaufen bin. Ich teile ständig meine, was ich esse, mit wem ich mich treffe, zu welchen Veranstaltungen ich gehe. Ich mache nicht besonders viel und trotzdem produziere ich einen ständigen Stream an Daten. Mein tägliches Leben mit allen seinen Daten behält den Wert. Für Konzerne wie Google, Amazon, Facebook geht es darum, dass die Kommerzialisierung von Daten und das Machine Learning, die Algorithmen, daraus Informationen gewinnen kann. Es geht um einen zentralen strategischen Angriffspunkt. Der Diskurs um die ethischen Dinge daran wird nicht die technische Entwicklung stoppen. Die ökonomische Ungleichheit und viele und alle Minderheiten, Kämpfe der Minderheiten, sollten sich darüber verbinden können und ein mehr themenzentriertes soziales Netzwerk ist möglich. Und das Individuum sollte nicht nur das letzte Produkt der sozialen Medien sein. Puh, Ende der Intermission. Das war ziemlich dunkel und so weiter. Von diesen Themen der Kritik lasst uns in die Zukunft schauen. Ab dem letzten Event im Sommer hat Club Against by moving their biggest digital capital, which are the events announcements. Es gibt den Aufruf, dass die Kulturszene ihre Veranstaltungen aus Facebook rausnehmen soll. Und dass, wenn die Veranstaltungsinformationen nicht mehr auf Facebook sind, werden viele Nutzer die Plattform verlassen, weil das Interessante, die Events dort nicht mehr zu finden sind. Und wir haben jetzt hier eine Person von Reclaim Club Culture, Rosa Rave. Sie ist eine Raverin aus der Zukunft. Bitte heißt sie auf der Bühne willkommen. So, it's over, Facebook. Es ist vorbei, Facebook. Ich werde Facebook löschen. Heute. Zuckerberg. Es ist vorbei. Es hat mich geliked. Ich bin in der Gruppe. Fuck Facebook. Ich kann meine eigenen Events publizieren. Es ist meine eigene Bewegung, nicht deine. Rosa, du musst mir helfen. Bitte. Das ist so stark. Mit dieser Kampagne wollen wir die Massenüberwachung stoppen. Wir wollen einen menschlichen Streik online ausrufen. Wir sind alle Rosa. Wir wollen gezielte Werbung, um Facebook zu zerstören. Wir wollen eine bessere Zukunft erstellen. Wir wollen unsere Liste an Alternativen teilen. Facebook teilt in gute Parteien und schlechte Parteien. Facebook sollte nicht wissen, wo ich hingehe. Wir wollen die
Abhängigkeit von Facebook loswerden. Und hier sagt es, weil wir alle rosa sind, alle von euch sollten rufen, fuck Facebook, fuck Facebook, fuck Facebook. Wir wollen Flyer und Sticker verwenden, weil sie cool sind. Wir wollen das Fediverse auschecken. Seid nicht nur die Konsumentin, seid die Produzentin. Seid kein Instagram-DJ. Facebook hat meine Freunde gestohlen. Du wirst mich nicht mehr auf Facebook finden. Wir wollen eine grausame Zukunft, wo Facebook, wo die Leute auf Facebook nur noch Zombies sind. Find me on Opium, not on Facebook. Finde mich auf Opium, nicht auf Facebook. Tu es jetzt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Töte es. Töte es. Wir haben es getan. Zeit für etwas Neues. Und wenn ihr uns beitreten wollt, wir haben Flyer, weil Flyer einfach cool sind. Ihr könnt unserem Movement beitreten. Da ist eine Adresse. Ich gehe jetzt. Ja, vielen Dank. Danke, Rosa. Und wir haben Zeit für Fragen. Die Mikrofone 1, 2, 3. Angel, Senior Angel, no questions from the internet. Es gibt noch keine Fragen vom Internet. Actually. Remarks, maybe? Kommentare? No questions, everyone convinced. Keine Fragen, alle überzeugt? Maybe one question in the room, who will delete Facebook now? Eine Frage, wer hier im Raum wird denn Facebook löschen? Da haben wir eine Frage auf Mikrofon 1. Okay, then, please. Thanks for this great talk. Vielen Dank. I just wanted to ask if I don't have Facebook anymore, which I don't. Und wenn ich kein Facebook habe, kann ich euch helfen, das zu zerstören? Absolutely, yeah. Ja, natürlich. Diese Interventionen aber funktionieren auf allen Internetservicen, die schlimm für unser Leben sind. Und die Kampagne ist nicht auf Facebook. Die Kampagne von den Rosas ist nicht auf Facebook gehostet. Und jetzt Mikrofon 1. Ja, vielen herzlichen Dank für die Idee. Das ist eine Idee, die ich sehr relevant finde. Ich habe noch eine andere Frage. Ich habe vor ein paar Jahren jemanden gehört, der gesagt hat, soziale Medien schauen sich das die Werbung an. Können wir es denn irgendwie hinkriegen, dass Werbung nicht mehr glaubwürdig wird? Und das würde diese Plattform auch verkleinern. Da war die Idee, auch in diese Richtung zu gehen. Danke, das ist ein sehr zentraler Punkt natürlich. Ich habe versucht, einige Personen zu zitieren, aber es geht auch darum, was das ökonomisch heißt, was das kulturell heißt. Also die Kritik gibt es. Facebook hat immer noch viel Macht und wir müssen hier weitermachen auf einem künstlerischen Level, auf einem theoretischen Level.
Und ich berichte hier nur von globalen Bewegungen, die schon sehr groß sind und immer weiter wachsen. Und dass es hier viel Intervention gibt und auch Forschung dazu gibt. Und jetzt eine Frage vom Internet. Warum spezifisch Facebook hassen und nicht Microsoft und Google hassen? Ich möchte ein Beispiel geben. Es gibt diesen Service in manchen Ländern, die kein stabiles Internet haben. Und Leute dort konnten spezifisch Facebook nutzen, weil Facebook so freundlich ist. Und immer mehr Leute in diesen Ländern glauben, dass Facebook das Internet ist. Und selbst in einigen westlichen Ländern, in europäischen Ländern, manche Kinder glauben, manche Leute glauben, dass das Facebook irgendwie das Internet ist. Und wir realisieren das häufig nicht, aber für manche Menschen ist das so. Und deswegen braucht es diese Intervention. Question for mic number two, please. Yeah, thank you for ja, vielen Dank. I was just wondering, when you see graffiti in the urban space, wenn man in der Stadt Graffiti sieht, dann ist da keine Segmentierung. Aber im Internet, in Facebook, wird man sortiert in seinen Interessen. Wie kann man als ein Netz-Graffiti-Artist diesen Algorithmen entkommen? Wenn man Leute erreichen will, die nicht die gleichen Interessen haben. Ja, du solltest immer herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag überall hinschreiben, weil das dem dazu hilft, effektiver durch diesen Algorithmus durchzukommen. Macht wirklich populäre Posts mit Videos und Glückwünschen zu bestimmten Feiertagen und mit Essen und so weiter, damit das in die Feeds gespült wird. Alright, we have another question from the internet. Noch eine Frage vom Internet. Did Facebook try to fix the broken characters? Hat Facebook versucht, die kaputten Zeichen in Ordnung zu bringen? Bisher noch nicht. Easy answer. And then question from mic number one, please. Yeah, thank you, Rosa Raves, for your enjoyable intervention. Ja, vielen Dank, Rosa Raves, für deine Vorführung. Kannst du ein bisschen genauer erklären, wie der Exodus funktionieren soll? Ja, wir wollen einen Aufruf publizieren in der Berliner Clubszene, dass die Clubs dass die das auch verwenden können und dass die unterschiedliche Netzwerke verwenden sollen und können. Ja, alle Clubs überall auf der Welt haben Newsletter, um mit ihrer Community zu sprechen, mit ihren Freunden, mit der Gesellschaft. Und darüber können wir den Wechsel auf eine andere Plattform kommunizieren. Und wir wollen auch klar machen, es geht nicht nur darum, dass Facebook ein Ort ist, wo ich meine Veranstaltung promoten kann, sondern dass Facebook all diese Daten sammelt und dass die auch die Daten dazu sammeln, wer an dieser Veranstaltung teilnimmt und dass das ein politisches Thema und eine politische Dimension in dieser Kampagne. Ja, fuck Facebook. Fickt alle Firmen, auch Google, aber als allererstes fuck Facebook. And we have another question from mic number two, please. Ich habe versucht, auf das Twitter-Account zu schauen. Und ich muss traurigerweise sagen, dass die es in Ordnung gebracht haben. Der Text geht nicht mehr aus dem Tweet raus.
Ich habe gelesen, dass Menschen das lesen können und Computer das nicht lesen können. Aber es ist ein Problem für VoiceOver, dass blinde Leute damit ein Problem haben. Die können das nicht mehr lesen. Also wir bräuchten noch zugängliche Formen. Nee, das gibt es leider nicht, weil wenn die Maschine das nicht lesen kann, dann können auch die Maschinen, die die Sprachausgabe machen, das natürlich nicht lesen. Es ist quasi eine Art Riot und es geht darum, dass die Information, die wertvoll für Leute ist, dass die alle, dass sie es verbreitet wird. Und Glitcher ist nicht mehr aktiv, aber ich möchte Glitcher Credit dafür geben, dass er das gestartet hat. Und er hat den Netcraffiti-Hashtag gestartet und da ich kann ein paar Zeilen teilen, die ihr copy-pasten könnt, um das auch zu verwenden. How long can I and other people see this text? Wie lange können ich und andere Leute diesen Text sehen? Eine Stunde, eine Sekunde. Wie lange dauert es, bis Facebook das wieder wegnimmt? Das ist eine sehr spezifische Frage. Ich glaube, das Schöne daran ist, dass es über den gesamten Feed drüber geht. Das heißt, wenn ihr was anderes lest und dann gibt es plötzlich Graffiti in den anderen Posts. Und manchmal wirst du daran vorbeiscrollen, aber du hast es auch woanders gesehen. Und diese zeitliche Beschränkung, die du erwähnt hast, ist auch irgendwie schön, weil es neu gepostet werden kann und rekontextualisiert werden kann und dann woanders auftauchen kann, zum Beispiel auf einem faschistischen Post, dass es wiederverwendet werden kann, dass es kontinuierlich wiederverwendet werden kann über Copy und Paste. Ihr könnt auch eine andere Schriftart manchmal wählen und damit andere nutzlosen Social-Media-Posts stören. Es ist sehr effektiv. Es gibt diese Zahl, dass die Aufmerksamkeitsspanne nur noch bei 8 Sekunden ist. Und ich glaube, das hilft damit. Ja, nochmal vielen Dank für den tollen Vortrag und dass er uns diese neue Art der Rebellion gezeigt hat. Wenn wir den Exodus von Facebook machen und eine Alternative schaffen und eine Community schaffen, dann wird die ein Teil des Netzwerks sein. Wir machen das wahrscheinlich nicht mit Papier. Wir werden in der digitalen Welt bleiben. Wie würdest du verhindern, dass eine neue Kraft kommt, die genauso ist wie Facebook ist? Wie willst du etwas Unabhängiges schaffen? Grundsätzlich kann das nur Teil eines größeren sozialpolitischen Kampfes sein, das gegen sich Firmen richtet und dass unser persönliches Leben unabhängiger wird und unser psychologisches Leben unabhängiger wird. Und das wird jetzt immer ernster, weil jetzt auch schon Kinder diese Services benutzen und die sind auch davon betroffen. Also muss es auf allen möglichen Wegen versucht werden. Und die Rolle der Kunst, die ich sehe, deswegen habe ich diese künstlerischen Beispiele gezeigt, ist, um vielleicht Fantasien anzuregen für eine Welt nach Facebook. Und ich glaube, Kunst ist wundervoll. Another question from Mike One. Hi, thanks for the talk. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin nicht auf Facebook. Ist das auch anderswo dokumentiert? Wahrscheinlich, und weil sie wahrscheinlich irgendwann euren Spaß zerstören werden. Ja, ich habe diese Screenshots gemacht und es gibt die auf
einer Seite, wo die auch gebraucht werden können. Und es funktioniert. Du verwendest einfach den Hashtag NetGraffiti auf Twitter oder Facebook und du musst dafür nicht das Netzwerk dafür registriert sein, aber du kannst es trotzdem sehen, wenn dieser Hashtag verwendet wird und du danach suchst. Das war's. Wir verabschieden uns aus der deutschen Übersetzung des Talks Kunst gegen Facebook. Thank you.